ich sitze jetzt vor dem zweiten Gang. Das ist Spaghetti Carbonara. Ein Gericht, das ich bislang nur mit geräuchertem Tofu kenne. Jetzt mit Speckalge. Mal schauen, was es kann. Ja, nachdem das Rührei mit Speckalge ein ziemlicher Reinfall war, gibt es jetzt Carbonara mit Speckalge. Und ich muss sagen, ich habe mir sagen lassen, frittiert worden. Das scheint der Sache ein bisschen zu helfen. Das riecht zumindest schon mal nicht nach Fisch. Vom Geschmack her ist es okay. Aber es ist tierisch zäh, das Zeug. Bleibt zwischen allen Zähnen hängen. Auch nichts. Am Anfang ist es tatsächlich knusprig, dann leicht salzig und würzig und dann kommt die Alge unter Fisch durch. Das ist relativ intensiv. Tja, das Fazit: frittiert schmeckt die Alge sicherlich besser als in Stücke geschnitten und untergehoben, aber ist es wirklich wert? Ich finde, es schmeckt am Ende sehr fischig. Ich glaube, ich bleibe bei meinem Räuchertofu. Ja, bei mir ähnliches Fazit wie bei Susanne. Frittiert war es jetzt besser als vorher im Rührei. Aber manche Sachen reichen einmal im Leben und die Speckalge gehört bei mir auf jeden Fall dazu.